Sakkāmakaramān. Sakkāmakaramān heißt Handlungen, die man ausführt mit Wünschen. Es heißt auch ein Karma, das man hat, das man gerne hat. Sakkāmakaramān oder auch Sakkāmakarma besteht aus drei Worten. Karma. Karma hat ja so viele verschiedene Bedeutungen. Karma heißt unter anderem Handlung. Karma heißt aber auch Ritual, das du vollziehst. Und Karma ist auch das Ereignis, das du in diesem Moment erfährst. Karma ohne R, also Karma ist Handlung und Ereignis, Erfahrung, und Karma ohne R heißt Wunsch. Sakkāma heißt mit Wunsch. Sakkāmakaramān ist also eine Handlung, die du mit Wunsch ausführst. Oder auch ein Ritual, das du mit Wunsch ausführst. Oder auch ein Karma, das du so gerne hast. Also ein Beispiel. Du tust jemandem einen Gefallen, um anschließend Ruhm und Ehre dadurch zu bekommen. Also schaust, dass möglichst viele etwas davon mitbekommen, und du machst die gute Handlung nicht, um den Menschen zu helfen, sondern du machst es, um dein Ansehen zu steigern. Das wäre Sakkāmakaramān. Oder angenommen, du machst eine Puja, ein Ritual, und du machst es, um eine Beförderung zu bekommen. Auch das wäre Sakkāmakaramān. Es gibt im Gita dazu Nishkāmakaramān, oder manchmal wird auch das gesagt, Nishkāmyakaramān. Also, du tust uneigennütziges Dienen, das heißt wunschloses Dienen. Du tust Handlungen, ohne etwas zu wollen. Genauso auch kannst du sagen, ich mag, dass das so passiert, ich mag das andere nicht. Und angenommen, du hast ein bestimmtes Karma und sagst, toll, dass es so ist, und dann hängst du daran, dass also jetzt Sakkāmakaramān, was dir gerade geschieht. Und als nächstes magst du etwas überhaupt nicht, und dann ist das eben nicht mit Wunsch, sondern mit Leiden verbundenes Karma. Und so bist du ständig und hoch und tief. Als Yogi heißt es, Gelassenheit zu üben gegenüber den Umständen, die kommen. Und heißt es auch, tu das, was zu tun ist, ohne mögen und ohne nicht mögen. Sondern tu es, was zu tun ist, aus Liebe. Tu es als Diener Gottes. Tu es einfach, weil du von innen heraus spürst, es muss getan werden. Das ist Nishkāmakaramān. Also wunschloses Handeln. Das gibt dir Befreiung. Und das gibt dir letztlich den tiefsten Frieden und die höchste Wonne. Also, hier steht also Sakkāmakaramān. Du kannst auch sagen Sakkāmakaramān oder auch grundsätzlich Sakkāmyakaramān. Das ist wunschbehaftete Handlung. Sakkāmakaramān ist mit einem Wunsch, also Handlung mit einem Wunsch. Sakkāmya heißt grundsätzlich wunschbehaftetes und Nishkāmya heißt nicht wunschbehaftetes. Und Nishkāma heißt ohne Wunsch und Sakkāma mit Wunsch. Und Karma heißt Handlung, heißt das, was auf dich zukommt, und heißt auch Ritual. Ja, mehr über all das, über Karma-Yoga und Karma und vieles andere, findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Suchfeld, du kannst eingeben Karma oder du kannst auch eingeben Karma Yoga oder du kannst auch eingeben Nishkāmya Karma Yoga, und so findest du eine Menge Informationen darüber und wie du auch im Alltag Freude erfahren kannst, Gelassenheit erfahren kannst, Gottes Gegenwart erfahren kannst, auch wenn die Umstände mal nicht so schön sind. Das war's für heute. Mein Name Sukadev Pretz von www.yoga-vidya.de.